Ja, hallo zusammen. Wir befinden uns am Kulturbahnhof von Nettersheim und haben heute vor, den Eifelbahnsteig Etappe Nummer 7 zu gehen. Das ist eher eine kleinere Etappe, vielleicht so 14, 15 Kilometer. Und deswegen, weil wir so viel Schwung haben, gehen wir noch zur Bäckerei. Kleiner Umweg, kaufen uns da leckere Sachen. Ihr kommt mit. Kirche, die offen hat. Die Kirche St. Martin ist übrigens aus dem Jahr 1785, aber wie man gesehen hat, wurde die auch mal erneuert, und zwar von 1966 bis 1968. Und man kann auch sagen, schon auch so ein Sammelsurium von verschiedenen Dingen aus verschiedenen Epochen. Oh, hier haben wir was ganz Tolles. Das sind nämlich Judasohren. Das ist ein ganz besonderer Baumpilz, der auch im Winter wächst. Ja, für alle Leute, die unter Römerallergie leiden sollten, können wir sagen, heute treffen wir wohl auf keine Römerspuren, aber auf sehr, sehr viel Natur. Und das hat ja gerade heute bei diesem Kaiserwetter und dem tollen Schnee auch was für sich. Vielleicht sollte eine Hütte kommen. Wir freuen uns schon. Das ist übrigens wieder dieses Eifelbahnsteigphänomen, dass wir hier in dieser Gegend ja wirklich schon seit Jahrzehnten wandern. Aber diese Verbindung von Wegen sind wir noch nie gegangen. Hurra, da ist die Hütte. Ja. Für alle Leute, die übernachten,
wollen, das könnte man hier auch ganz gut. Die Blümchen. Na, muss man wohl doch bis zum Frühling warten. Die Urft. Ja, das ist der reinste Luxus hier. Schaut euch mal diese Hütte an, kurz vor Marmagen. Wahnsinn. Sogar mit Deko. Ach. Boah, hier riecht es voll nach Alkohol. Ach so, deswegen. Hier gibt es ein Holzmemory. So, und jetzt das Memory. Sagen wir mal. Mist. Okay, einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, hier ist nicht nur diese tolle Hütte bei Küchler Heck, sondern auch der höchste Punkt unserer heutigen Tour mit 571 Metern. Oh, hier ist jetzt nochmal besonders schön. Auch noch viel mehr Schnee als eben. Und so wild. Aber irgendjemand ist vorhin schon hierher gegangen. Oh, und jetzt? Aber wir folgen einfach mal den Spuren von dem, der schon hierher gegangen ist. Treffen uns auch auf die Burgenroute. Das ist übrigens auch ein sehr schöner Wanderweg. Und nur noch 400 Meter bis zu unserem Ausgangspunkt.
Da stellt sich doch wie immer die Frage, wie viel Socken hat die Tour verdient heute? Ein bisschen rutschig hier. Ja, gut. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf den Weg, aber gleichzeitig auch noch ein Fazit ziehen. Wir versuchen es mal. Das war heute ein bisschen untypischer Eifelbahnsteig. Einerseits wegen dieser bezaubernden Schneelandschaft, andererseits aber auch, weil es viele etwas breitere Wege gab. Und das ist gar nicht so häufig eigentlich. Sonst sind es eher schmale Pfade und Wiesenwege. Ja, was sagt das jetzt aus über die heutige Sockenzahl? Ja, man muss allerdings auch sagen, dass es ein bisschen zweigeteilt war. Also die erste Hälfte auf der einen Seite der Bahnstrecke, da gab es diese breiteren Wege. Und jetzt hier aber bei der zweiten Hälfte vor allem Pfade. Ja, es wurde immer schöner, das kann man definitiv sagen. Und dann noch diese tolle Hütte. Ja, also wir schwanken so zwischen 7,5 und 8 Wandersocken. Und der Schnee ist das Zünglein an der Waage heute, vielleicht auch eher 8 Wandersocken, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Also schon ein sehr schöner Weg. Wir können jetzt nicht genau sagen, wie es ist ohne Schnee und mit Matsch. Auch schön, aber nicht so schön. Ja. Und um das alles nochmal zu bestätigen, hier das letzte geradezu wunderschöne Stück Weg.